Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der Stappenbach. Ja, mit dem Tiger und dem Füsi. Hallo. Moin. So, es hat sich ein bisschen was geändert oder noch ein bisschen was getan. Aktuell jede Folge ein Erlebnis hier. Aber ich denke, wir werden dann so langsam hier doch Fuß fassen. Und zwar, wir haben jetzt insgesamt drei Höfe. Wir haben den McManus Inc., den Kinghof von Füsi. Und wir haben das Lohnunternehmen von Tiger. Also wir haben ein separates Lohnunternehmen. Das können wir alles in der in dem Tablet, in der MP Farm Manager App einstellen. Da ist es so, dass Tiger eben jetzt mit 750.000 Stadtkapital als Lohnunternehmen gestartet ist. Wir beide 100.000 Kapital haben. Das ging jetzt nicht anders. Wir müssen jeden Hof das gleiche zuordnen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Und das Coole ist einfach, dass wir jetzt alle Sachen einzelnen Höfen zuordnen können und das Geldthema eigentlich somit gegessen ist. Es kann sein, dass immer mal noch ein bisschen ein paar Fehler gibt. Muss nicht sein, aber das Ganze ist halt einfach in der Alpha, 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 Alpha. Wir dürfen es testen, es hat kein anderer aktuell. Der liebe Kevin hat uns das zur Verfügung gestellt. Dafür auf jeden Fall auch vielen Dank nochmal. Okay, und ja, obwohl ich sagen muss, Füsi hätte ich es nicht gegeben, aber okay. Ja. Das, was wir hier sehen, ist auf jeden Fall erstmal das Equipment an Tiger. Der rüstet sich langsam auf. Der hat sich den LU-Hof gekauft. Da können wir ja mal ganz kurz hinswitchen, können uns den mal anschauen. Das wäre eigentlich... So, jetzt hören wir auf zu quatschen. Du hältst mal die Schnauze jetzt. Jetzt gucken wir. Was denn nur? Du bist aus allen Projekten raus. Ich? Du. Was bist du dich denn da ein? Hau ab hier. Das ist interessant. Immer wieder interessant. Ja, das ist der LU-Hof von Tiger. Also der hat auf jeden Fall den geilsten Hof von allen, das steht mal fest. Mit hier ein paar Hallen, mit den Silos hier oben sogar nochmal so ein Bereich. Hier unten hat er noch die Güllegrube und so weiter und so fort. Sehr, sehr geiler Hof. Aber es ist eben auch der Lohnunternehmenhof. Ja. Von daher... Wo ist der Hof? Oh, aber es tut schon ein bisschen, also ein paar Hakler sind drin. Also die Map ist halt wirklich auch hardcore, ja, hardcore. Von den Details und allen möglichen Grimmskrams. So, dann des Weiteren haben wir hier ein aktuelles Gearbox-Set on drauf. Mit jetzt so zwei Gruppen und auch alles mögliche an neuen Sachen noch und so weiter und so fort. Das werden wir dann sehen, wenn wir spielen. Ja, jetzt muss ich nur noch mal eins gucken und zwar, wie hat man... Wisst ihr das noch? Wie hat man das Fahrzeug dem Dings zugeordnet? Vehicle Group Switcher. Weiß keiner zufällig, ne? Nö. Schade, ey. Weil wir müssen noch eine Gruppe für Tiger eigentlich anlegen. So, aber naja, egal, sei es drum. So, angesehen hat man jetzt erstmal alles, oder? Nee. Du siehst noch an? Ich bin noch an, ja. Das ist ja richtig low, Alter. Weißt du, was low ist? Nee, sag mal. Lachwitze, du Spacko. Alles klar. klar. Ja, klar. So, wir haben hier noch einen schönen Traktor. Den mache ich jetzt einfach aus meinem Eigentum. Der gehört jetzt zu mir und fertig ist. Weil Füße immer... Oh. So. Okay, wir fahren jetzt... So. Das ist jetzt meiner hier. Was machst du schönes Füsi? Ansehen. Na, dann mach mal ein bisschen Lotte. Das ist nämlich mein Düngertraktor jetzt hier. Wenn du irgendeinen Traktor von mir genommen hast, ohne zu fragen, verklag ich dich auf jeden Cent, Alter. Okay. Dann mach ich dich alle, dann werde ich direkt zum Stappenbach-Gericht. Dann sage ich, wow, der schwerkriminelle Manus hier, ist ja im Dorf bekannt, hat mir einen Traktor geklaut. Ich sage, der hat ja einen Traktor geklaut. Ich sage, ja, mit Düngerspritze. Dann machen wir den jetzt fertig. Du interessant. Nicht. Keiner macht den Kinghof Cloud irgendwas da. Ich so, danke Bürgermeister, mach ihn dicht. Naja, jetzt ist sowieso vorbei. Stand bekannt ist der ja mittlerweile. Jeden Tag sitzt er da an der Brücke mit der Bierflasche in der Hand. Ein schlechtes Bild auf unsere Stadt.
Weg muss der. Seh ich genauso, Bürgermeister. Mach ihm alle jetzt. Was labert denn der da die ganze Zeit? Das ist doch nicht normal, ey. So. Ah, das sind die krassen Stories, Junge. Den fahren wir jetzt auf jeden Fall erstmal zu unserem Hof hier. Kennst du den? Ach, kennst du bestimmt den Rapper Farid Bang? Und Kollega! Ja, genau. Pass auf, postet er so einen Twitter-Ausschnitt. Schreibt da so ein Vibe. Jedes Mal, wenn ich deine Musik so laut höre, denke ich immer, ich werde gerufen. Hihihi. Schreibt einer dann runter. Ja, wenn der Rapper Bitch sagt. Ich musste so lachen, der hat da so viele Likes drauf gekriegt, der Typ. Ja. Ach. Ja. Naja, ist ja ganz lustig. Da ich ja gar nichts mehr. So. Nein, doch, passt. Ich rede nicht mehr mit dir. Tiger. Wie ist das? Ja, leck mich alle, dann mache ich allein und also blute mich jetzt hier. Jeder Hof ist sicher, also halt dein Maul und quatsch okay. Dich ständig voll, Mann. Geht einen ja tierisch auf den Sack, ey. Ja, doch. Mit meinem Lenkrad düse ich auf das Feld. Der Herr Manus sitzt da drüben und fällt von der schönen Bank. Ich fang an zu lachen und Tiger sitzt daneben blank. Ohne Höschen rennt der Tiger los. Ist das ein Verdammter? Da gar keinen Gang. Sag mal, steht der ernsthaft verkehrt rum? Oh nee, oder? Steht denn das Teil verkehrt rum, ey? Ich glaube, ich mache eine eigene CD für über Kinderlieder. Kann gut Kinderlieder machen. Ach man, jetzt komm schon. Ja, das mache ich, glaube ich. So Bauerkinderlieder. Für die Kinder auf dem Dorf, jo, ey. Da müsst ihr doch aber. Party ab. Da hat die 3-Punkte-Aufnahme doch auf der anderen Seite. Ich raste hier aus. Moment. Muss ich jetzt einmal zurücksetzen? Ja. Der steht dort. Wir sehen hier erstmal Wunderschick an. Aber fahren die im echten Leben auch mit GPS so? Die Bauern? Warum nicht? Wenn die ansehen und so, ja, wollte ich nochmal wissen. Klar. So, wir switchen einmal. Und switchst du denn? Auf den, setzen den zurück. Der Händler war. Wo ist der Scheiß Händler? Was setzt du denn da, zurück? Tiger ist. Mein Dünger, warum? Oh, keine Ahnung. Könntest du, wenn du so nett wärst, mir vielleicht noch mal einen Dünger hochbringen vom Händler, wenn du schon da unterwegs bist? Deinen Dünger? Ja. Wie? Dein Dünger steht da nicht beim Händler? Sicher. Kupplung nicht richtig gedreht. Nee, sicher? Ja, sicher. Warum? Also warum soll er da nicht stehen? Da habe ich den hingestellt. Oder okay. Ehrlich gesagt, gekauft und nicht abgeholt.
Ach so, du meinst das Düngerfass da. Ja, fester Dünger, kein Flüssigdünger. Mineraldünger. Mhm. Oh, kaufe ich mir nachher noch einen Döner, was meint ihr, ey? Hier habe ich noch Hunger auf was Fleischiges, ey. Echt? Ja, glaube ich, wo ein Döner, Alter. Ja, einen großen Döner, ey, bei Tunkel. Oh, hier, ey, steht der Tiger, ey. Steht er wieder AFK in der Ecke, faul. Macht nix. Wo bist denn da hin? Oh, okay. Tiger! Ja? Wie läuft das denn jetzt da bei dir? Ziehst du um oder ziehst du nicht um? Ja, es ist alles noch ein bisschen erschwerbar. Hat die Alte doch Schluss gemacht? Hat sie doch endlich... Ein Vollidiot. Hat sie jetzt doch unsere Videos gesehen und gesagt, Tiger, war schön mit dir. Pack mal deine Strings zusammen. Geh nach Frisio Malas. Das ist wirklich so ein Fickfehler, ey. Das gibt's gar nicht. Aber Frisio? Ja, was denn mal? Was meinst du jetzt hier? Dieses Düngerfass, dieses Flüssigdüngerfass? Nee, fester Dünger, Mineraldünger. Ach so, ja. Ach so, alles klar. Aber warte mal. Willst du es mir bringen oder nicht? Ja, warte. Echt? Ja. Danke. Ich kann es in meinem Düngerstreuer bringen, da ist es gerade drin. Gemacht hat. Wenn der das gemacht hat. So, hier ist das wunderschöne Lohnunternehmen, da darf man ja bestimmt mal durchfahren. Ey, der Tiger, ey. Guck dir das mal an, Manus. Was denn du wieder? Ich bin weggefahren. Hier, mein Düngerding steht unter seinem Hänger hier, ey. Ja, was soll ich jetzt machen? Ja, willst du mal angucken. Ist das normal so? Macht man sowas? Als Lohnunternehmer auf der Stappenbach? Oh, der KI ist schon geschissen. Der was? Der KI-Verkehr. Der KI-Verkehr ist auf jeden Fall Hardcore-Kacke, ja. Den können wir aber auch rausstellen, wenn du willst. Wir hatten schon mal überlegt, ob wir ihn ausstellen, aber... Jetzt ist er aus. Oh, okay. So geht das. Ja. So, ich habe absolut in der Folge nichts gemacht, außer wieder rumgebröselt. Das ist ein Traum. Wow. Boah, Alter, Leute, guckt euch das mal jetzt an. Was soll man da machen, Alter? Was hast du denn für Probleme schon wieder? Aber dir ist klar, du kannst da ranfahren, einfach R drücken, ne? Was? Meinst du jetzt den festen Dünger? Nee. Alles gut, Marlos. Ach so. Was laberst du denn? Ah, das ging jetzt an meine Zuschauer, die das gerade gesehen haben. Immer diese Scheiß möchte ihre Übertragung ansehen. Und dann ploppt da ein riesengroßer Bildschirm mitten im Bild auf, ey. Naja. Weil du dieses blöde Game nicht im Game-Aufnahme bei OBS starten musst, weil das nur mit Fensteraufnahme, mit Monitoraufnahme geht. Sorry, bin neu, tut mir leid. Weißt du, was ich gleich. Nee, gut, da geht's ja wie Füßi, lieber Zuschauer. wie viele Düngerstufen haben wir eingestellt? Düngerstufen. Einer. Wollen wir auf 3 oder machen oder nicht? Das hat jetzt auf 1 und knallt es. Ja, dann aber dann. Komm. Nein, das war jetzt Spaß. Ich kann gerne 3 machen. Ich hatte mich auf 3 auch eigentlich ehrlich gesagt eingestellt. War das nicht schon auf 3 irgendwie? Nee. So, jetzt ist auf 3. Aber die sind jetzt erstmal alle auf 3 gedüngt, ne? Also das passt erstmal soweit. Die 109 muss gepflügt werden, das kann da nicht sein, ey.
das mache ich jetzt aus. Weißt du das? Das mit den Flügen mache ich jetzt aus. Das geht mir auf den Sack, ey. Also, wenn du irgendwann, Tiger, wenn du irgendwann einen großen Flug hast und einen großen Traktor, dann sag Bescheid, dann mache ich es wieder an. Vorher nicht. Ich flüg nicht mehr. Arschlecken hier. Was macht er jetzt? Was macht er jetzt eigentlich so lange? Wartet er, bis wir irgendwann sagen, oh, komm ran, wir brauchen dich mal. Ich zahl onanieren, den ganzen Tag onanieren, Alter. Richtig Strüffler unternehmen. Weißt du, was ich jetzt mach? Kleiner Mongo. Warte. Ich wäre jetzt Sneaky Beaky like. Warte mal. Das jetzt hier. Oder bist du das gerade erst auf meinen Hof, damit ich die Sachen erstmal alle reinkriege? Genau, ich würde es gerade sagen. Tiger muss ich ja erstmal sortieren, ey. Kaufe ich jetzt? Und dann kann ich meine Flugzeuge erstmal wieder verkaufen, wenn wir nicht flügen und dann für einen Metrischer kaufen. Okay. Felder kaufen geht anscheinend noch nicht. Okay. Kannst du mal kurz zu mir kommen? Oder warte mal. Das Feld kaufen geht nicht. So, na gut, dann müssen wir warten. Füße, wie sieht's denn aus? Hast du jetzt mal angesät? Ich bin gleich fertig, aber wenn ich hier keinen Dünger kriege, muss ich nochmal runterfahren und wieder hochkommen. Das Feld ist gedüngt. Hast du eine Sämaschine mit Dünger? Ja. Naja, dann ist es auch gedüngt. Ja, aber wie gesagt, der Dünger in der Sämaschine geht jetzt sofort leer. Wenn ich da nochmal runterfahren muss und so, dauert das was länger. Deswegen hatte ich dich eigentlich gefragt, wie das geht. Ist da gleich fertig, das Teil. Wozu braucht man eigentlich das Fahrzeug? Moderier mal die Folge ab, mein Sohn. Mr. Tino. Was machst du da hinten schon wieder in dem Wagen, hä? Das ist meiner. Ja, bring doch mal hier weg. Stört eh voll. Mein Wagen hier? Ja. Mach ich jetzt auch. Das ist gut. So, na gut, meine lieben Freunde. Aber wir sind erstmal fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Oh.